Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge PVZ Garden Warfare zusammen mit Markus. Hallo. Ja, wir spielen mal wieder hier das Gartenkommando und hoffen vielleicht diese Runde mal wieder einem Schatz Yeti zu begegnen. Wir holen uns natürlich den Bonusgarten, so wie sich das gehört. Heute in Kombination Feuererbse, Metallblume. Oh, Pedosmith kommt. Wir können vielleicht ein bisschen über den Plants vs. Zombies Trailer reden, den neuen. Ah ja, genau. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, Leute. Der Trailer ist da. Ja. Sogar schon mit Gameplay. Ja, Gameplay gibt's auch, aber nur von den Zombies, habe ich gesehen. Ja, es scheint auch so ein bisschen so, als ob im zweiten Teil die Zombies so die Rolle der Pflanzen spielen würden. Ja. Also, dass quasi die Welt den Zombies gehört und die Pflanzen versuchen, sie zurückzuerobern. Andersrum meinst du? Nein, die Welt gehört den Pflanzen. Zombies. Und die Pflanzen versuchen, sie zurückzuerobern im zweiten Teil. Ja, okay. Doch, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Hast recht. Beim zweiten Teil zum Beispiel hier, dieser Modus hier, da gibt's ein Gameplay zu, das sind die Zombies diejenigen, die gegen Pflanzen, ihre Stationen verteidigen. So Energiestationen oder sowas, das war. Ja. Und überall stehen Doppel Somboss Figuren rum. Nee, es waren nicht mehr Friedhöfe, glaube ich. Doch, waren Friedhöfe. Echt? Standen auch überall so Energiereaktoren rum und Teleporter und. Ja, also, aber es wird einiges verrückter noch, also mit der Teil beim hier. Gameplay ist ein Friedhof rausgewachsen. Ja, das habe ich dann gar nicht so genau angeguckt. Ach du Scheiße. Ach, das sind noch so ein paar Gärten mehr, das beschwer dich mal nicht. Schau, dein Garten muss schon wieder weinen. Also meiner Ansicht von dem Trailer ist einfach, ist wieder lustig gemacht. Ja, ja, also der Trailer auf jeden Fall ist echt geil. Und beim Gameplay sieht man einfach, dass ich glaube, dass dieser kleine Typ da, ja, einfach OP ist am Anfang. Glaube ich gar nicht mal. Ich denke, dass der OP wird. Der spielt ja dann so ein bisschen die Rolle des Inchis. Ja. Wo es einen Inchi gibt. Echt? Ja, es gibt einen Inchi eigentlich als Charakter. Ja, ob es den mit 2er noch gibt, ist die Frage. Ja, okay, stimmt. Oh, ganz knapp. Ja, Profis. Aber ich denke, dass dieser Kleine da ziemlich stark ist. Und es gibt ja Ultimates jetzt. Ja. Die Attacken sind noch krasser geworden. Ja, okay, Ultimate gibt's ja jetzt auch hier nur halt in Fähigkeit halt. Ja, aber die Bohne und die Ultimates sind halt viel krasser geworden einfach. Ja. Man sieht es deutlicher, dass ein Ultimate ist. Und das ist keine normale Fähigkeit, doch. Nee, ist keine normale Fähigkeit, glaube ich. Doch, doch.
Okay. Zumindest sah es im Trailer so aus, als ob der eine Fähigkeit aktiviert hätte. Da habe ich nicht ganz genau angeschaut. Aber man weiß halt noch nichts, man sieht nur so ein paar Videoausschnitte, aber es gibt noch kein so ein richtiges Jo, das und das ist, sondern es sind einfach nur Videoausschnitte, wirklich. Und das ist halt alles, was es bisher dazu gibt. Ja. Hey Digga, get heal. Das Spiel entscheidet ja Anfang 2016. Ja, früher 2016 soll es kommen, genau. Und da kommt auch schon die erste Runde hier. Die erste Jedi-Runde haben wir leider schon nicht bekommen. Ich spiele weil das wäre Runde 3 gewesen, wo der Yeti kommen kann. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich Supergrab. Nein, doch nicht. Ja. Einer kommt hier. Und der Boss ist auch gleich da hinten. Rechts. Achtung, er schießt schon. So, der Grabstein ist down. Au. Der will dich unbedingt. Ja. Kriegt aber mir aber nicht. Wenn es einen dritten Teil gibt, dann haben wahrscheinlich die Pflanzen alles over oder was. Oh ne, die wieder alles ausgeglichen, dass irgendwie alles beide geht. Teiling und Angreifen, alle beide Fraktionen. Naja, wir wissen ja noch nicht, ob das nicht trotzdem noch mit den Pflanzen geht. Ja, das was. Ja, stimmt. Man kann ja vermuten, dass auch bei den Pflanzen so Verteilung ist, dass die es so diesmal machen, dass halt auch die. Dass beides geht, weil das ist ja schon ein bisschen schade, man kann die Pflanzen hier in diesem Modus quasi leveln, weil man hier auch sehr schön leveln kann, manche Missionen. Aber bei den Zombies geht's einfach nicht. Für die Zombies musst du den Multiplayer spielen. Und das ist natürlich bei manchen Missionen einiges schwieriger zu leveln als hier, weil hier sind halt nur dumme CPUs. Ja. Die halt in Massen auf dich zurennen und du schlachtest sie nur ab. Ich glaube, der Riesenmasse, Alter. So, in Welle 8 kann auch noch der Zombie kommen. Der Yeti. Das Runde 8. Welle 8. Achso, Welle. Ja, sind ja nur Wellen. So, Welle 7, das heißt, in der nächsten Welle, wenn wir Glück haben, könnte... Ach so, ja, stimmt, wir haben einen Bonusgarten. Ich habe noch nie was eingesammelt. Ich wollte jetzt mal vergessen. Irgendwas rappt den Garten. Genau. Ich hab grad den Scheiß... Grab. Geht das mit? Ja, Mensch. Zweiter heute. EU, aber leider nicht von dem Yeti. Die Diamanten werden wir lieber. Die will er nicht haben. Aber ich bin die scheiß Metallblume. Ich bin so langsam. Das ist assi. Nein, und wir bekommen wieder die Kacke.
Wir bekommen wieder nicht den Schatz, Dingsy. Sondern wir kriegen eine Runde mit ganz vielen extra starken Bossgegnern und der Garten darf unberührt bleiben. Mach gleich in den Garten rein, bevor der irgendjemand mal durchläuft. Die kommt. Wie jetzt? Aua. Jo. Aber leider haben wir die Runde wieder keinen Yeti zu Gesicht bekommen. Aber das ist echt eine schmiese Glückssache irgendwie. Ich glaube, da müssen wir mal irgendeine Aufnahmetermin uns raussuchen, da uns mal ein paar Stunden hinsetzen und dann die Runden, wo wir einen Yeti finden, hochladen. Kannst du mal? Das kann dann noch ein wenig dauern. So 4-5 Stunden. Wahrscheinlich. Also ich werde keine 4 Stunden gar noch was zu. Kommt drauf an, theoretisch können wir auch in der ersten Runde einen finden. Das ist halt das Miese, du weißt nicht wann er kommt, weil es vollkommen random ist. Es gibt ja auch keine Begrenzung, sondern es gibt einfach nur ein Chancendings. Das kann auch heißen, dass wenn du Pech hast, dass du erst nach 100 Runden einen kriegst, kann aber auch heißen, dass du 4-mal hintereinander einen bekommst. Weil es halt eine Prozentchance ist. Du kannst dich halt überhaupt nicht darauf verlassen, dass der irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt, sondern es ist halt wirklich 100% random. Das ist halt der Mist dran. Oh, das ist ein Diamond, der hinter dem Abstand der Waffe steckt. Bugle, bugle, bugle. Bugle, bugle, bugle. Was aber Yeti oder was? Ja, du kriegst inzwischen öfter Super-Boss-Runden, als du den scheiß Schatz-Yeti kriegst. Super-Boss-Runden kriegst du eigentlich jede zweite Spiel eigentlich. So, und jetzt soll hier bitte ein Schatz-Yeti mit rumrennen. Das fände ich sehr cool. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. What the fuck? Oh, das ist ja schon der erste. Ah, fuck, das ist kalt. Ich hätte von allen Richtungen gefrost. Zwei auf einmal ist assi. Healing. Du bist außerhalb meines Healing-Bereiches geflogen und jetzt bin ich selber gleich tot. Komm mal, du bist eine verkackte Feuererbse. Heiz den Yeti sein. Ich würde gerne interessieren, ob das bei Plants vs. Zombies gerade auch war, so ist, irgendwie Auswirkungen hat.
Feuer gegen Eis und so. Ne, bei dem hier nicht. Oder meinst du beim Zweier? Beim Zweier. Weiß ich nicht. Aber ich denke nicht. Aber ich denke nicht, ich denke auch nicht. Weil sonst wären manche Gassen wahrscheinlich ziemlich OP. Superboss, Superboss Welle. Wird ja abgeschlossen. Diamanto! Yeah! Money time! Ich habe auch mal was abbekommen. Und sogar ein Diamant gesnackt. Aber die Diamanten, die da droppen, geben mir nur 100. Die Diamanten vom Yeti geben, glaube ich, 1000. Und die 1000, glaube ich. Und die Diamanten am Drehrad geben ja auch 1000. Und ein 3x Diamanten-Checkpot gibt ja 10.000 Bonusmünzen, glaube ich. Und ein 3x Münzen-Checkpot gibt irgendwie 2500 Bonusmünzen. Also die Checkpots bringen einiges mehr wie so ein Bonusgarten. Aber der bringt halt auch so einen kleinen Nebenverdienst noch. Mit dem man sich nicht beschweren sollte. So, und der Grabstein da unten gibt auch 100 Punkte, deswegen nehme ich ihn mit. KS da. Der wird doch ballert. Nee, ich hab mehr Schaden an den Ding gemacht. Ja, weil du die Dinger eingesetzt hast. Ja. Weil ich meine Bohne eingesetzt hätte, wäre genauso viel Damage. Und dann hätte ich ihn wahrscheinlich bekommen. Ja. Au. So, dann hol ich mir dafür den Grabstein da hinten. So, den habe ich mir geholt. Da war noch einer so fast kaputt rumgestanden. Jetzt gehe ich auch mal nach oben. Ist der jetzt echt noch verreckt? Yeah, noch einen Helden weggeballert in letzter Sekunde. Naja, war halt mal wieder kompletter Durchlauf. 8000 Münzen, naja, geht schon. Aber ein Schatz hier, die wäre geiler. Weil dann könnte ich mir das langsam mal sparen, weil ich jag jetzt den Dingern doch schon ganz schön lang hinterher. Naja, mal gucken, vielleicht mache ich ja wirklich mal demnächst irgendwie so eine Mega-Aufnahme, wenn ich mal Zeit habe. Setz mich da mal ein bisschen dran. Was? Baustellengürteltier-Diamant. Sieht irgendwie ziemlich krank aus. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge von PVZ Gunwarfer. Da dann hoffentlich mit einer Folge mit einem Schatz-Yeti. Hoffe ich zumindest schon mal. Ja, mal gucken, ob Markus dabei ist oder nicht. Kommt drauf an. Vielleicht haben wir Glück und in einer Runde, wo Markus gerade mitspielt, kommt auch einer. Aber die Wahrscheinlichkeit, wisst ihr, ist nicht allzu hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, servus und ciao. Tschüss.